In der blauen Ecke mit 24 Jahren, 1,82 Meter Körpergröße. Beim Einwiegen gestern 91,6 Kilogramm auf die Waage gebracht. Sein Rekord: 9 Kämpfe, 5 Siege, 4 Niederlagen. Er bringt die Erfahrung mit aus der Armbar-Akademie. Alexander Wissner! In der roten Ecke, mit viel Kampfsporterfahrung, 24 Jahre alt, 1,91 Meter groß, beim Einwiegen 92,8 Kilogramm. Sein Rekord: 2 Kämpfe, 2 Siege aus dem Fight Club Gelsenkirchen. Michael Schmoll! Send off the cage. Gentlemen, we've been through the rules. You both know the rules. Listen to my commands. Protect yourself at all times. Make it a good match. Shake hands if you want, and otherwise go back. Big fight feeling in der König Pilsner Arena in Oberhausen. Der Modellathlet in der roten Ecke, Michael Smolik. Über 30 Profikämpfe im Kickboxen, 23 Knockouts, ungeschlagen im Kickboxen und im MMA. Auf der anderen Seite der Mann mit der Gangstermentalität, der kaltblütige 24-jährige Alexander Wissner. Gefährlich. Die Hände sind schnell und knallharte Treffer bisher auf beiden Seiten. Und die Spin-Kicks gehen weiter und wollen dann wahrscheinlich agieren, kontern. 4 Kämpfe, 3 Siege. Frontleg Sidekick. Längere Vorbereitungsphase. Das hat Smolik kommen sehen, hat das Bein direkt weggezogen, den Kick gar nicht abgefangen, sondern direkt die Schritte nach vorne gemacht. Linke immer wieder hier von Smolik. Während Wiesner versucht zu klammern, den Takedown sucht und es gelingt ihm vorerst noch nicht. Smolik schön mit dem Underhook, gräbt da unten rein in den Oberkörper des Gegners, versucht dessen Oberkörper anzuheben. Von Smolik gedreht worden und Wiesner wird zu Boden gestoßen, bittet Smolik in die Guard. Smolik losgefeuert. Und da erneut jetzt. Sehr, sehr gut gemacht von Michael Smolik. Moves, die er bringt, also so Kettenaktion oder Aktion, konnte ihn bislang niemand besiegen. Mal schauen, wie es heute läuft. Und dieser Frontleg-Side leuchtet. Wir wissen alle um die Gefahren. Die Gefahr. Roundhouse-Kick. Junge! Das Problem für Wiesner ist jetzt, er muss was riskieren. Und rennt dann dahingehend in solche Konter wie gerade eben. Schöne Linke von Wiesner. In die Mittelpartie, die Hälfte des Kampfes ist rum. Oh, der Hook-Kick und der Real-Kick von Smolik. Kassiert dann aber eine Linke als Wechselgeld. Er liefert hier wirklich ab. Er zeigt alles, was er im Repertoire hat. Bisher hatte er nicht so viele Möglichkeiten, diesen Clinch durchzuführen. Jetzt zirkelt er in die falsche Richtung, aber das macht er, um einen Takedown anzusetzen. Wiesner hier mit der Head-Kick. Knall. Ein gutes Kick. Schöner Kick, aber Smolik wartet tatsächlich drauf, wenn dieser Low-Kick... Streitaxt, Smolik mit der feinen Klinge. Wieder der Spinning-Back-Kick, der Axe-Kick. Er will es offenbar auch darauf anlegen. Also er marschiert hier nach vorne, zieht die Deckung teilweise runter, Alexander Wiesner. Künftigen Gegner von Michael Smolik. Du musst ihn unter Druck setzen, du musst Tempo machen, du musst das Oktagon bestimmen. Du musst ihn in den Rückwärtsgang drängen. Und da ist der Takedown zu befreien, um eben wahrscheinlich die Fäuste fliegen zu lassen. Aber Smolik dreht das Ganze. Top Half Guard jetzt für Smolik. Sehr gut gemacht. Ja, einige Fragen wurden heute, denke ich, beantwortet. Nichtsdestotrotz, bisher gibt es noch kein Mittel im MMA gegen Michael Smolik. Ich glaube, der Main Event hat gehalten, was wir uns alle erhofft und versprochen haben. Besonderer Applaus an beide Kämpfer. Riesenfight. Und damit kommen wir zum letzten Urteil des heutigen Abends. Und es ist eine einstimmige Entscheidung. Klarer Sieger nach Punkten. Die rote Ecke. Michael Smolik!